Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Batman 2. Wir haben gerade beim letzten Mal haben wir Two-Face platt gemacht. Und jetzt zerstören wir hier noch ein bisschen die Dekoration, weil das, weil wir es können. Und Moment mal. Hier können wir irgendwas mit Robin machen. Oder auch nicht. Komm, Robinian! Keine Ahnung, was wir hier tun. Ups. Naja, okay. Wechseln wir wieder. Und hoch. Und Robin kommt, glaube ich, automatisch hinterher. So, brauchen wir uns eigentlich keine Gedanken drum zu machen. Was ist das? Okay. Damit können wir, glaube ich, auch noch nichts machen. Das ist auch nicht so ein Ding, was wir... Nee, das geht nicht. Okay. Können wir wahrscheinlich dann auch wieder später mit einem anderen Charakter. Dann geht's mal weiter. Machen wir die mal kaputt. So. Ich mag nämlich diese Jack-in-the-Boxes nicht. Kennst du den über den Typ Joker? Fledermaus-Kostüm? Der haut echt rein. So, Checkpoint. Moment, ich will eigentlich, wollte ich jetzt, habe ich jetzt gedacht, wir können erstmal speichern. So. Ich glaube, wir haben zwar automatisches Speichern, aber ich mache es trotzdem. Bin ich irgendwie langsamer, wenn ich im Tarnmodus bin? Ich muss den mal rausnehmen. Ich glaube, ja, ne? So. So, okay, wir haben da schon zweimal was gefunden. Ich will aber auch nochmal hier seine Lakaien irgendwie töten. Okay. Die beschmeißen mich mit Zeug. Okay, 1 von 3. Da haben wir wieder irgendwas. Haben wir hier geschafft. Wir müssen also irgendetwas kaputt machen hier. Wie komme ich denn da oben an den Typen dran? Okay. Robin ist tot. T-O-H-T. So. Aha. Robin ist schon wieder tot. Also richtig sterben kann man hier, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, wenn man kein Geld mehr hat oder was, ich weiß es nicht. So. Erstmal die Lakaien umbringen. So. Wo ist er jetzt? Da. Nein! Schaut, ich bin im Film! Okay. Das ist jetzt wieder so ein Ding, wo wir uns, glaube ich, in dem Anzug davor stellen müssen. So, davor stellen, B drücken. Sehr schön. Okay. Müssen wir mal gerade gucken, was wir hier sonst noch tun können, weil da stand gerade ja, wie gesagt, 1 von 3. Das heißt, irgendwas. Aber das können wir natürlich auch im ganzen Level verpasst haben. Das ist die andere Frage. So. Oder wir müssen hier diese Fenster kaputt machen. 2 von 3? Aha. Ja, wir müssen die Fenster kaputt machen. Und dann kriegen wir nochmal so ein Batman. Ein Batman-Ding dafür. So, hier vorne können wir basteln. Springen Sie mit A ans Seil. Kann man damit was tun? Mit diesem komischen... Nee. Okay, dann springen wir mal ans Seil. Doch, der Pinguin. Okay, hat sich erledigt.
Wir haben Gamerscore bekommen. Possen im Theater, Level abgeschlossen. Jetzt haben wir das freie Spiel freigeschaltet. Wir haben Batman als Charakter, wir haben Robin als Charakter. Und ihr seht, das sind die ganzen Charaktere, die wir alle freischalten können und die alle unterschiedliche Fähigkeiten besitzen. So, und das ist unser ganzes Geld, was wir freigespielt haben. Ich krieg's gerade irgendwie nicht schneller weg. Vielleicht muss ich Start drücken. So. Ich krieg's irgendwie nicht schneller. 64%, da fehlt uns ein bisschen was, aber wie gesagt, später. Wir haben einen Bürger in Gefahr gerettet, den haben wir auch immer. Den gibt es auch immer. Und den Tarnanzug, den haben wir auch noch bekommen. Und den Akrobatikanzug, den haben wir auch noch bekommen. Sehr schön. Ich gucke gerade. Ich kann es leider nicht schneller machen. 2 von 10 Batman-Dinger. Wir haben... Normalerweise müssten wir einen kriegen, genau, weil wir das Level abgeschlossen haben. Und den Bürger in Gefahr gerettet. 250 von den goldenen Steinen gibt es immer. Und wir setzen die Geschichte fort. Weiter geht's mit Lego Batman. Fledermausman. So, Joker aufhalten. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie voll die Szene oder so. Wir haben da oben sogar so ein Ding. Ich kann mich aber nicht bewegen. Aber ich konnte... Wieso konnte ich mich jetzt nicht bewegen? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte doch eigentlich noch sammeln vorher. So, okay. Das hier ist jetzt, das müsste eigentlich das freie Spiel sein. Also die freie Umgebung, in der wir uns aufhalten können. Wo es auch nochmal Sachen gibt, die wir finden können. Aber ist jetzt kein direktes Level. Also quasi so die World Map, auf der wir uns gerade im Moment befinden. So, da kriegen wir den Tarnanzug. Und da sind auch nochmal verschiedene Dinge. Wir können nämlich mal hier... Ach, Karte ist noch nicht aktiviert, okay. Aber wenn wir mal bei Extras gehen, kriegen wir hier rote Steine, wie ihr sehen könnt, ne? Und diese roten Steine, die schalten einfache Hilfestellungen frei, sage ich mal. Cheats kann man auch sagen. Und, die das Spiel dann halt einfach erleichtern, sag ich mal, ne? Also quasi diese Sachen wie schneller bauen, Stat-Magneten, mehrere Stats und so weiter und so weiter. Das werdet ihr dann halt nach und nach sehen. Wie gesagt, wenn ihr die Spielreihe noch nicht kennt. So, keine Ahnung, wofür wir das... Boah, sind wir schnell unterwegs. Konnten wir das jetzt hier irgendwo einsetzen? Ich weiß es nicht. Kriegen ja auch eine kleine Zielführung gesetzt. Das ist ja auch ganz nett, aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund haben wir hier den Kletteranzug gekriegt. Und ich würde mal gerne wissen, wofür. Also hier sind überall Sachen versteckt, ne? Keine Ahnung. So, es gibt dann natürlich auch als roten... Finden Sie einen Weg, dieses Terminal zu aktivieren. Okay. Da müssen wir Joker sein für, um das aufmachen zu können. Das sind halt alles die Charaktere, die wir später freischalten werden. Also, wir haben noch einiges vor uns und einiges zu tun. Der Story-Mode in den Spielen, der ist eigentlich immer relativ schnell vorbei. Das, was dann richtig... was dann richtig Zeit braucht, ist halt im Endeffekt dann die Sachen freizuschalten. So. Aber wir müssen offenbar wirklich da drüben hin. Und müssen halt irgendwie dieses Terminal... Verstehe halt nur nicht, wie wir das machen müssen. Entschuldigen Sie. Ah! So. Der Klugscheißer, der uns da die Tipps gibt, das wird wahrscheinlich Alfred sein.
denke, wir haben es. Perfekt. So. Was kann ich für Sie tun, Sir? Robins Hubschrauber, oh cool. Das ist cool. Robins Hubschrauber. Er kriegt sein eigenes Equipment, damit er nicht so beleidigt ist. So, wahrscheinlich kann er nur Robin fliegen, weil es Robins Hubschrauber ist. Wieso muss ich denn jetzt Y drücken? Der zeigt mir Y an. Zeigt er mir trotzdem Y an. Jetzt geht's. Weil mit Y schaltet man halt auch zwischen den Charakteren hin und her. Das hat mich jetzt gerade verwirrt. Abend im Theater von Gotham City, wo Kriminelle, manche offenbar bewaffnet mit riesigen Hämmern, die Verleihung der renommierten Auszeichnung Mann des Jahres gestört haben. Dies war das fünfte Jahr, in dem der Mann des Jahres in Gotham verliehen wurde. Aber erst das zweite Mal, dass der Veranstaltung von einer randalierenden Bande kostümierter Schurken ein vorzeitiges Ende beschert wurde. Müssen wir die Untertitel lesen, die da, die, also dieser, das, was da eingeblendet wird, der Ticker, das ist der Knaller, was da steht. Okay, los geht's. Das können wir nicht kaputt machen. Leuchtende Objekte können mit dem Batarang getroffen werden. Halten Sie X gedrückt, um zu zielen. Ja gut, das sind halt alles Sachen, die wir noch nicht können. Hier die silbernen Sachen zum Beispiel. Hier müssten wir eigentlich bauen können, wenn der Typ mir nicht dazwischen kommt. So. Batman, werde ich doch. Können nur mit Sprengstoff zerstört werden. Ja, da brauchen wir halt, wie gesagt, was für. So. Entschuldigung, Sir. So, schauen wir mal. Glänzende blaue sind magnetisch. Also wir müssen halt, wie gesagt, immer wieder was lernen. So, das ist ein bisschen nervig, dass man halt zwischendrin unten die ganzen Texte lesen muss. So, retten wir mal den Bürger in Not hier, glaube ich, ne? Ja, das ist der. Heißt, wir haben uns wieder einen zusätzlichen goldenen Brick verdient. Einen zusätzlichen goldenen... Was heißt, wie heißt denn das? Bauklotz? 1 von 5. So. Und wie gesagt, lauter tolle Sammelobjekte, um in diesem Spiel 100% zu bekommen, muss man halt wirklich ganz, ganz fleißig sein. So, den Batarang. Was haben wir denn hier gemacht? Machen wir mal alles kaputt. Kaputt machen ist immer richtig. So. Ja, jetzt kriegen wir halt die ganze Zeit die Noob-Tipps. Das ist natürlich nervig. Was haben wir denn hier jetzt? Poweranzug. Dann zerstören wir hier mal. Kriegen Leckerchen. So, jede Menge Geld, Geld, Geld. Es kommt halt drauf an, also zum Beispiel bei Lego, ich glaube, das ist aber bei allen Lego-Spielen so, ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, kann man halt, je mehr Stats man sammelt, dann kann man sich halt davon nachher die Charaktere freischalten, die man halt entsprechend braucht, um halt im Spiel Fortschritte zu machen. So. Lass es bleiben. Gut. Okay. Haben wir denn jetzt hier irgendwie... Das war irgendwie... Geld kriegen wir davon zwar, aber es fehlt ja noch ein bisschen was, ne? Das kann ich aber wahrscheinlich nicht damit kaputt schießen. Das fliegt ja auch wieder weg.
gucken wir mal. Hier vorne war nämlich auch noch was. Es braucht immer ein Weilchen, bis man sich... Okay. Ah, hier können wir wieder bauen. So, Robinian. Oh, Robin kriegt, was ist das? Ein Magnetanzug. Okay. Da war irgendwie doch noch was, was wir kaputt machen mussten. Ah, hier die Dinger waren das. Und diese Schilder. Das hier, das wollte ich kaputt machen. So. Ich würde erstmal gucken. Hier ist noch eins. Ach, das ist Batman. Ups, Entschuldigung, Batman. So, hier ist noch eins. Mir fehlt aber noch eins. Ah, oh, die Typen, die nerven so ein bisschen. So. Batarang! Wo fehlt denn jetzt noch so ein Schild? Ich wechsle mal gerade. Klappe. Dann haben wir das. Ah, hier können wir noch was bauen. Was haben wir denn da gebaut? Okay, ein Eiswagen. Moment. Hui! Das ist halt teilweise so ein Blödsinn hier. Also. Lass mich! Ich will beim Eiswagen fahren! Okay. Ich stecke fest. Ich kann nichts mehr machen jetzt. Oh Gott. Das ist so ein Schwachsinn einfach. Aber es macht einfach total Spaß, finde ich. So, da liegen noch so ein paar Bömpchen. Oh. Ist jetzt selber abgeschossen. Keine Ahnung. So. Ah, das ist Robin. Ich erkenne den nicht in dem Anzug. So, ich will jetzt noch gucken, was dieser Eiswagen kann. Weil irgendwas können die nämlich, wenn man sowas hat. Oh, jetzt steht der Blödsack da im... Jetzt. Und irgendwas kann der nämlich. Ja, genau, jetzt. Warum fährt... Fahr jetzt damit! Jetzt steckt der fest und jetzt kann ich damit nichts mehr machen. Aber wenn er so rot wird... Moment. Komm. Genau, wenn er so rot wird, platzt er eigentlich. Geht kaputt, genau. Und dann dürften wir eigentlich einen neuen bekommen, richtig. Boah, Batman, ehrlich! So. Haha. Dafür sind solche Sachen nämlich meistens irgendwie gut. So. Es fehlt noch so ein Schild. Das hätte ich nämlich jetzt noch gerne. So, aber hier ist nichts mehr. Das Teil kriegen wir, glaube ich, nicht kaputt. Hier, das müssen wir aber kaputt machen, meine ich. Hä, wie komme ich denn jetzt da hoch? Hier sind doch glänzende blaue Lego-Objekte. Geht mit. Glänzende sind magnetisch und sie beeinflussen, benötigen sie einen speziellen Anzug. So, den Anzug habe ich ja. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund können wir hier aber nichts tun. Er hat ja so Saugknöpfe. Moment. Probieren wir mal. Ob wir das vielleicht vorher kaputt machen müssen? Nee, weil die anderen, die konnte ich kaputt machen. Vielleicht muss ich irgendwas... Aha. Okay, das war zwar nicht das, was geplant war. Aber irgendwas fehlt offenbar noch. Komisch, dass das das Einzige ist, was nicht kaputt geht.
Okay, also ich stelle mich offenbar. Aha, B. Ah, okay, ich stehe zu nah dran. Das ist einfach das Problem. Muss es ja auch noch lernen hier, okay. Sag ich doch, das kann nicht sein, dass das das Einzige ist, was nicht kaputt geht. Ah, und da kommt das letzte Ding, was wir noch brauchen. Sehr schön. Großartig. So, sammeln wir noch ein bisschen Geld ein, weil wir was können. Und dann geht's hier hoch. Irgendwas wird man hier bauen können. Was kann ich die hier? Kann ich auch irgendwas machen, offenbar? Hä? Okay, na gut. Was kann ich denn damit machen? Das ist ja eigentlich das. Eigentlich Batmans Teil, ne? Ah, doch, ich kann das auch. Okay. Jetzt habe ich Angst. Okay. Das ist jetzt wieder wie bei. Wie heißt's? Tomb Raider? Also, ich fühle mich gerade. Wie zu Hause. Ich muss nur irgendwie Batman hier hochkriegen, ne? Aber der kommt ja nicht hier hoch. Okay. Das hier kriege ich nicht kaputt, nur mit Bomben. Also jetzt haben wir da ja was gemacht. Jetzt ist man, glaube ich, noch auf die andere Seite, ne? Okay. Das war doof. Nochmal. Ich frage mich halt, wenn ich diese Lego-Spiele spiele, wer sich diese Scheiße einfallen lässt, ganz ehrlich. Weil es ist ja schon sehr, sehr speziell, ne? Aber es ist halt auch wirklich sehr, 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 sehr kreativ einfach. Also anders kann man es nicht sagen. Da kann ich gar nicht rüberkommen, ne? Kann ich nicht rüber. Komm ich da irgendwie. Kann ich vielleicht an diesem blauen Kram? Ah, okay. Wie gesagt, man lernt nie aus. Und irgendwann geht das dann halt auch alles so ein bisschen schneller und man ist dann auch so ein bisschen. Pfiffiger unterwegs, weil man halt einfach weiß, was man tun muss. So. Jetzt kriegen wir auch Batman hier hoch. Glaube ich. Okay, wir wechseln mal. Weil jetzt müsste er ja eigentlich hier hochkommen können. Sehr schön. Erstmal so. Ne, Geld sammeln. Ganz wichtig. Und dann. Nein, 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 nein. Du sollst da nicht hin. Nein, Batman, du Idiot! Geh wieder hoch. Ich will da unten den lilanen Stein haben, weil er gibt nämlich viel. Batman? Batman? So, den wollte ich haben. So, jetzt müssten wir da dran ziehen können, weil wir haben ja den Poweranzug. Perfekt. Dann Robinian. So. Aber da fällt mir mal gerade was auf. Das war hier unten auch. So. Okay. Batman, komm mal her.
Und dann können wir nämlich gleich alle beide mit dem Aufzug wieder hochfahren. Aber da kriegen wir nichts für. Na gut, dann fahren wir mit dem Aufzug wieder hoch. Geht ja jetzt ganz easy peasy. So. Müssen wir wieder Robin hier hochholen. Normalerweise laufen die wieder zueinander. Also finden automatisch zueinander. Ist jetzt ein bisschen komisch, dass wir hier jedes einzelne... Ja, seht ihr? Da kommt nämlich Batman jetzt angelaufen zu Robin. Normalerweise ist das auch so, dass die halt beieinander bleiben. Ist jetzt hier in dem Spiel vielleicht ein bisschen anders. Aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Okay. Robin ist leider ein Idiot. So, komm runter. So, dann. Ah, jetzt. Irgendwie. War das jetzt gerade ziemlich idiotenmäßig. So, man muss es schnell machen. Sonst sind die sich gegenseitig im Weg. So. Einmal wechseln. Weg. Und hier können wir wieder was basteln. Hui! Jetzt muss mal so ein bisschen mit der Perspektive aufpassen. Zum Glück kriegt man ja angezeigt, wo man ist. Okay. Wir haben sogar fast die Leiste oben voll, die goldene. Weil ich mir nicht sicher bin, ob wir die schaffen werden. Einmal wechseln. Okay, das kriegen wir auch so. Uiuiui. So, wir brauchen einmal Batman. Da weiß ich jetzt wieder nicht, warum er jetzt hier an dieser Stelle nicht hinterherkommt, aber Robin folgt jetzt, ne? Also, sind halt so Sachen... Ah, nein, 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 nein! Schnell auf Robin wechseln. Steht Batman da unten. So. Wäre natürlich schön, wenn er jetzt von alleine hier hochkäme, tut er aber nicht. Der steckt jetzt da unten fest. Hei, hei, hei. Okay. Aber, oh Gott, wie er da hochklettert. Die Perspektive ist gerade echt zum Kotzen, wenn ich ehrlich sein soll. Ich komme jetzt nicht mehr hoch. So, Batman ist wieder da. Batman ist wieder da. So, wie gesagt, schreckliche Perspektive gerade. Aber Batman ist halt nun mal über den Dächern von Gotham City unterwegs. Ah, ich muss drücken. Wir haben die Teile gefunden, die wir brauchen. Sehr schön. Gucken, hier hinter ist bestimmt... Aha! So, und jetzt müssen wir aber so runterklettern, dass uns nichts passiert. Schauen, ob wir den Fall hier überleben. Ja. Okay, wir sind wieder unten. Ein Teil. Ich versuche jetzt gerne, ich hätte es gerne noch geschafft, vielleicht doch die Leiste voll zu kriegen, aber haben wir nicht. So, jetzt können wir wieder... Okay, Batman... Batman? Ich sage immer Batman. Ich weiß nicht, warum ich Batman sage. Auch so ein Klassiker, dass Batman da unten so an der Leiter hängt. Oh, wir sind schon bei 30 Minuten. Hups. Ah, eine Party nach meinem Geschmack. Gutes Essen, gute Leute, gute Goodie Bags. Hey,
Paperclime und Slobbin? Warum hängt ihr hier rum? Ha! Schaut, was ich gemacht habe. Wir wollen die Wertsachen holen, die du gestohlen hast, Joker. Und Bruce Waynes Auszeichnung zum Mann des Jahres. Das ist meine Auszeichnung. Unverkennbar ich. Aber das hast du da gerade draufgeklebt. Wow! Robin, konzentriere dich aufs Fliegen. Entschuldigung. Wow! Ja. Oh, verfehlt. Magst du Haifisch, Batman? Weil ich glaube, die mögen dich. Auch eine Anspielung an den alten Film. Batman hält die Welt in Atem, müsste das sein. Ich weiß nicht, ob es der Film war oder eine Folge der Serie, aber es müsste, glaube ich, der Film gewesen sein. Oh Gott. Ich wollte jetzt eigentlich eine Aufnahmepause machen. Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund kann ich weiterschießen. Okay. Hubschrauber. Okay, weiter geht's. Okidoki. Und Jokerli. Den Joker. Irgendwas muss hier mit dem Dingen sein. Haha. Voll konzentriert. So, jetzt kommt wieder irgendwas anderes. Boote. Okay. Ja, eben noch dieses andere goldene Fahrding. Da muss man so ein bisschen Auge drauf halten. Ah, jetzt kommen noch mal Hubschrauber. Hier. Ach, fuck, war nicht schnell genug. Der letzte. Okay. Wir haben es geschafft. Wir haben das Jokerli abgeschossen. Sehr schön. Okay, ich muss noch was machen. Checkpoint. Okay, dann mache ich jetzt hier mal gerade eine Pause, weil wir einen Checkpoint haben. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir dann den Joker umbringen. Macht's gut und ciao, ciao.